Okay, einen habe ich dann doch noch. Zur UK-Wahl. Nicht so richtig dazu. Eher so eine Sache. Ey, SPD. Guckt euch doch einfach mal an, wie vor der Wahl gerade solche Agenda, New Labour-Widerlinge wie Tony Blair, Stimme über Corbyn abgelästert haben. Und dass genau diese Ideen von Corbyn, dass die in der Bevölkerung keine Mehrheit finden, hat jetzt auch keine Mehrheit gefunden tatsächlich, aber also würde man eine vernichtende Niederlage würde es geben und so weiter. Das ist genau der gleiche Blödsinn. Also wirklich, Blödsinn ist noch euphemistisch. Das ist eine komplette Logorö, die da kommt. Von Leuten wie Schulz, von Leuten wie Scholz, von Leuten wie Oppermann, von Gabriel, aus dem Off von Schröder und Fischer und wie sie nicht alle heißen. Diese ganzen Agenda-Schurken. Das ist der gleiche Sermon, der irgendwie davon spricht, man darf ja die SPD nicht von rechts wegholen. Sie sagen, dass sie in der Mitte sind, aber sie sind schon über die Mitte drüber hinaus tatsächlich. Sie sind Mitte rechts, sind sie jetzt tatsächlich. Und sie wieder ab dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehört, nämlich Mitte links. Da, wo so ein Bernie Sanders tatsächlich steht. Da, wo ein Jeremy Corbyn steht. Ne, diese gelten als Extremisten, als Exoten. Dabei sind sie genau da, wo zum Beispiel eine SPD oder ein Labour oder die Demokraten in den 80er Jahren standen. Vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Das gilt heutzutage als extrem links. Das, was Politik der SPD, von Labour, von den Demokraten in den 80er Jahren war, gilt heute als extrem links. Und da will mir die SPD erzählen, sie ist immer noch Mitte links oder was? Also Martin Schulz. Sie haben ja vorher, ne, gestern Abend noch gesagt, wir drücken unserem Freund Jeremy Corbyn die Daumen. Vielleicht auch einfach mal angucken, was dieser Mann an Programmen hat und wie diese Sachen angekommen sind. Denn glauben Sie nicht, dass der Unterschied so sonderlich groß ist zwischen England und Großbritannien, beziehungsweise dem UK und Deutschland da drin. Die meisten Menschen, wenn ihnen das vernünftig erklärt wird, die sind Mitte links. Das Problem ist, dass wir seit 20 Jahren gesagt bekommen, von der SPD-Regierungen auch und von SPD-Politikern auch, dass das, was Sie jetzt gerade, wo Sie gerade sind, das ist Mitte links und alles andere ist extremistisch. Das ist überhaupt nicht extremistisch. Das ist das, was die Bundesrepublik groß gemacht hat. Die soziale Marktwirtschaft. Das ist genau das, wofür ein Jeremy Corbyn steht. Und dafür müsste die SPD stehen. Tut sie aber nicht mehr. Sie ist im Grunde genommen auf Kohlniveau einer Politik. Wahlkampf ist dafür da, dass man den Leuten das erklärt. Wahlkampf ist dafür da, dass man den Leuten die Angst nimmt davor. Vielleicht fangen Sie endlich mal an mit Wahlkampf. Das, was Sie jetzt bisher gemacht haben, auch dieses komische Rentenprinzip, das ist alles so. Das ist jedenfalls kein Wahlkampf. Man könnte denken, dass Sie die schon verloren haben, die Wahl. Jeremy Corbyn war 20% hinter Theresa May. Am 8. April. 8. April oder 18. April? Ja, 20%. Und er hat in dieser kurzen Zeit etwas geschafft, wovon Sie anscheinend noch nicht mal träumen. Dass Sie diesen Rückstand auf Merkel und die CDU so dermaßen verringern könnten, dass es auf einmal wieder eng wird. Dabei, ja, Sie müssen doch nur mal auf Ihre eigenen Sachen gucken. Sie sind ja nominiert worden und haben bei Anne Will so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen nach links rutschen. Und bing war die SPD bei 30%. Wirklich aus dem Sprung von 19 unter Gabriel auf 30%. Und dieses jetzt wieder runter, warum?
weil da nichts mehr gekommen ist von ihnen. Sie Schnarchnase. April war es übrigens. 19. April ist es tatsächlich ist angekündigt worden und im House of Parliaments ist es tatsächlich dann mit einer mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit am 19. April verabschiedet worden. Also am 18. April ist es bekannt gegeben worden, jedenfalls. Herr Schulz, fangen Sie endlich an mit dem Wahlkampf. Oder geben Sie gleich auf. Das erspart uns nämlich auch eine Menge Geld, dem Steuerzahler. Wenn Sie gleich sagen, warum soll ich Wahlkampf machen? Ich verliere ja eh. Dann lassen wir die Wahl eben kurz. Wieso treten Sie halt gar nicht? Also, na, Sie müssen ja antreten, Sie müssen ja, brauchen ja Ihre Sitze, ist mir schon völlig klar. Aber dann machen Sie eben keinen Wahlkampf. Spenden Sie das Geld an UNICEF oder sonst irgendwas. Kinderkrebshilfe, AIDS-Hilfe, sonst irgendwas. Spenden Sie das Geld für den Wahlkampf, wenn Sie schon jetzt aufgeben. Aber verschwenden Sie es nicht mit einem halbherzigen, nicht existenten Wahlkampf. Na, das muss natürlich ausgegeben werden, weil man hat den ganzen Leuten ja, ne, das ist ja, die sind ja Leute davon abhängig davon, dass Wahlkampf passiert. Da müssen ja Gelder laufen, ist schon völlig klar. Gebt mir den Hut hoch. Gucken Sie sich da an, was Corbyn geschafft hat. Das könnten Sie auch. Oder hätten Sie gekonnt, als der Schulz-Effekt da war, wenn Sie da einfach weitergemacht hätten und nicht auf diese Agenda-Mischpoke gehört hätten. Ich. Ich habe auch schon bei Twitter mehrmals irgendwo dann auch ganz klar gesagt: Solange solche Leute wie Oppermann, Nahles, Scholz noch da sind in der SPD und meinen, ihr Maul aufreißen zu können, wird das nichts mehr mit der SPD. Die müssen weg. Und wenn ihr als SPD-Basis das nicht hinbekommt, dann braucht ihr vielleicht ein bisschen Hilfe von außerhalb. Dann müssen wir die SPD wohl kapern. Die normalen Menschen. Nochmal, Herr Schulz, verschonen Sie uns mit Ihrem nicht existenten Wahlkampf und verschwenden die Gelder nicht dafür. Entweder Sie machen jetzt Wahlkampf und starten jetzt. Oder Sie geben gleich auf und geben die Gelder an wohltätige Zwecke weiter.